Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Arc Backstage, mein Wochenrückblick. Ja, das Wetter ist gerade nicht so doll. Oh, ich sehe gerade, der Nebel lichtet sich. Gut, dann können wir ja loslegen. Ich mache das wie beim letzten Mal. Ich habe ganz viele Schnipsel und ich sage zu jedem kurz was dazu. Und mal gucken, was so zwischen den Aufnahmen alles passiert ist. Ja, die letzte Folge war ja, dass Xira und ich unsere beiden Vögel gezähmt haben. Und da bin ich natürlich auch noch fertig mit geworden. So, wir sind hier immer noch am Zähmen. Mittlerweile haben wir den lieben Bad und den Goro nach Hause geschickt und gesagt, komm, es ist spät, hier müsst schlafen. Ne? Oder haben die das noch mitbekommen? Nee, ne? War nicht mehr in der Aufnahme drin. Nee, Nee, war ich nicht mehr glaube in der nicht. Aufnahme. Genau. Es ist mittlerweile 1:30, Echtzeit. Und wir haben ja, weiß nicht, wie viele Nächte? Bestimmt noch 4, 5 Nächte. Also du bist ja bald durch. Ja, ich bin zum Glück gleich fertig hier. Xyras braucht leider noch, mal ganz ehrlich, Ja. als du beim T von Taming angekommen bist, da war ich schon beim G oder sowas, aber ich habe das Gefühl, mein Vorsprung ist jetzt viel größer geworden. Ja, ich friere mir hier mittlerweile den Arsch ab. Ich dachte mir, ach scheiße, Mensch, Metallrüstung ist sowas von 90er. Ich leg sie mal ab und mach sie kaputt. Und seitdem ist mir kalt. Ja, das kommt davon. Ja, ich habe dir übrigens noch 8 Fleisch in Kira Wer von uns war das hier gerade? reingepackt. Ich glaube ich. Die Fallrichtung spricht eher für dich als für mich, ich weiß nicht. Aber wir müssen es, es bleibt ja unter uns. Da bin ich sehr froh drüber. Es war in der Aufnahme drin, aber es hat ja auch keiner gesehen. Aber es bleibt unter uns. Wie willst du denn deinen Falken denn nennen? Oh, du, das weiß ich noch gar Ist nicht. es denn ein Falke überhaupt? Ja, ne, oder? Das soll ein Nee, eigentlich Falken. ist es ein Geier. Echt? Echt? Also ich sag mal, ihr habt aber sonst immer Falke, weil ich wollte mal nämlich Falke nennen mit V. Oh. Ah. Ja. Aber wir sagen immer Falke oder Adler. Da unten läuft schon wieder das dicke Schwein. Ich glaube, das hole ich mir mal. Glaube ich mal. Huch. Geht Bin gleich jetzt. wieder da. Ach, das Hübsche im Braun, ja. Genau. Das beobachten wir jetzt einfach mal aus der Entfernung. Aus der Oh Entfernung, Gott, was jetzt friere ich Xyra ganz dann doll. macht. Ach, dir wird gleich schon wieder warm, wenn du dich mit dem Schweinchen da beschäftigst. Das klingt komisch. Nee, also da war jetzt. Also, was denkt er? Nee. Etwas weiter nach links, Oh, genau, danke. durchgebackt. Ja, aber wäre sonst auch der Baum im Weg gewesen. Das ist auch unschön für die Zuschauer. Oh Gott, das wird ganz rot. Und jetzt Und fliegt es es. fliegt Flieg! weg. Flieg ins Licht, Schweinchen! Flieg ins Licht! Du bist frei. Bei mir zuckt es immer noch rum. Ah, bei mir auch, aber ich hab's. Jetzt, ja, genau. Und jetzt ist es dematerialisiert worden. Was macht eigentlich dein halb materialisierter Stein? Auf den gucke ich gerade auch zufälligerweise. Ich habe schon gesagt, den behalte ich im Auge. Ich traue diesem Stein nicht über den Weg. Was? Schildkröte auch noch weg. Ach Mann, du lässt ja auch nichts leben, ne? Also wenn du mal was Interessantes sehen willst, müsstest du echt mal nach. Obwohl, nee, der schmeißt doch jetzt keine Narkotics mehr rein hier. Der hat noch einen Topperwert von über 1000 und er ist im Prinzip ist er jetzt durch. Kann man denn irgendwo die Prozente sehen? Nee, ne? Oder? Doch? Nee, die Prozente kannst du so Nee, nicht ne? sehen. Oh, Also paar Minuten braucht er wenn du noch. mal Action sehen willst, musst du da vorne auf den Berg rauf, wo immer noch diese 4, 5 Geier sind und 3 Stegos und ein Mammut und Skorpione und die sich irgendwie seit Stunden gegenseitig killen. Das ist sehr Da ist merkwürdig. Party. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ich gleich mein Dino nach Hause kriege und einen Falken. Da bin ich auch gespannt. Oh, ich sterbe, ich muss das essen. Sieht aber komisch aus. Guck dir mal Keiras Hinterpfote an. Ist die bei dir auch so irgendwie hinter dem Bein? Ja, ist die, Okay. als würde sie im Felsen drin stecken und wieder rausgucken, ne? Ja, jetzt wieder alles in Ordnung. Ist wieder so. So. Jo, hab ihn. Kratz. Oh, ist das ein geiles Tier.
So, nachdem ich dann zurück war, bin ich hier ein bisschen durch unser Camp gelaufen, war da vorne in unserem Lager drin, was ihr da vor uns seht, und hab da etwas Gewaltiges plötzlich vor mir gefunden. Fand ich ganz eindrucksvoll, dass man sowas überhaupt craften kann. Jetzt. Das nehme ich jetzt nochmal auf. What the fuck? Was ist. Wir haben einen riesigen Safe, der das ganze halbe Gebäude einnimmt? Ja, den hat Xaira hingesetzt. Das ist ein Scherz. Wie sieht Nein. das denn aus? Ist ja der Hammer. Und dann habe ich natürlich meinen ersten Ausflug mit meinem Vogel gemacht. Ich wollte durch die Gegend fliegen. Ich habe One, glaube ich, auch gesucht an der Stelle und wollte einfach mal durch die Gegend fliegen, mir ein paar Sachen angucken und so ein paar interessante Sachen gesehen mit Brontosauriern. Die zeige ich euch auch mal. So, mein erster Ausflug mit dem Vogel. Ich suche gerade den lieben Run und beobachte hier ein seltenes Schauspiel. Ein Kanu gegen drei Brontos. Hier wurden schon ganze Bäume ge... Was ist denn hier los? Ist ja Mord und Totschlag. Schildkröten gegen Skorpione. Nicht schlecht. Oh, die kloppen immer noch auf ihn ein. Ja, da ist der Kano da. Und der fliegt immer wieder weg. Ah, der ist schon mitgenommen. Den könnten wir eigentlich gleich mal ausschlachten, wenn er weg ist. Jep. So, seid ihr jetzt wieder lieb? Hallo? Die gucken mich gerade merkwürdig an, oder? Findet ihr nicht? Leicht dummes Grinsen, ne? Ja, ich würde auch komisch gucken, wenn man Hals aus dem Körper eines anderen gucken würde. Schon schwierig. Sind hier irgendwelche Ameisen? Nee, ne? Dann wollen wir mal abspringen. Und du bist bitte passiv, ja, das wäre ganz gut. Nicht versehentlich ein Dino hauen, das wäre nicht so cool. Im Bronto. Brot Level 12, es geht noch. Oh, könntet ihr mal weggehen? Bitte, könntest du mal den Fuß aus meinem Essen nehmen? Das wäre ganz geil. Oh, schwierig. Jetzt aber. Nein, auch nicht. Boah. Mörderdinger. Ich meine, ich kenne Bronchi, aber wenn hier so drei in der freien Wildbahn direkt neben einem sind, ist das schon was anderes. Okay, dann wollen wir mal. Könnten wir eigentlich auch hier mal die Kiste looten, die hier ist. Ja. Shit. Right und weg. Ich wusste doch, dass hier wieder Ameisen kommen. Die Schweine, die gehen mir echt auf den Senkel, muss ich sagen. Na gut, dann suchen wir mal One weiter. Irgendwo am Strand soll er rumhängen. So, jetzt war ich danach weiter auf... Kistensuche oder ich wollte den Vogel auch mal nutzen, um einfach mal die Insel abzufliegen, um mir die verschiedenen Dinosaurierarten, also die Farben, die es so gibt, anzugucken, in der Hoffnung, dass man mal baut, okay, was könnte man sich denn jetzt mal sehen? Also erstmal nur ein Schaufensterbummel. Was gibt es denn da so auf der Insel? Und ja, dann habe ich an der Stelle noch eine Lootkiste öffnen wollen und habe da leichten Stress bekommen. Ich weiß mittlerweile auch, was passiert ist da. Hallo, ich fliege hier gerade mal ein bisschen durch die Gegend. Ich bin ziemlich weit weg von meiner Basis. Ja, doch, bin ein bisschen durch die Gegend geflogen. Hier geht zwar einiges ab. Ich habe eben versucht, einen Brontosaurier anzugreifen, aber ich glaube, das dauert Wochen, bis der tot ist. Ich dachte mir, ich fliege einfach mal durch die Gegend und. Na, hallo, woran ist er denn gestorben? Das können wir doch mal eben nutzen, um ihn auszunehmen. Hier ist ein Ei. Das hätte ich ja ganz gerne, ne?
Komm. Komm mal nicht so weit ab hier. Right? So, okay. Schön. Moment, was ist denn das überhaupt für ein Ei? Ein Turtle-Egg. Kommt gleich in den Dino. Dann spoilt das nicht so schnell. Keine Ahnung, was ich damit mache. Was für ein Kibbel man damit machen kann. Aber gut, eins. Naja, ich dachte mir, ich fliege mal durch die Gegend und guck mir mal an, was es so für verschiedene Dinosaurierfarben gibt. Der sieht da schick aus, ne? Der Stegosaurier, finde ich. Der hat schicke Farben. Und vielleicht sehen wir ja mal irgendwas Nettes, was wir zähmen können. Also gut, jetzt mal eben so auf die Schnelle würde ich es da nicht zähmen, aber dann müsste man es nochmal suchen. Mir ist da ja mehr nach entweder nach einem Kano oder na gut, einen Raptor habe ich. Können mir noch einen anderen Raptor zulegen, aber vielleicht doch eher irgendwas Fleischfressendes oder den Spino da vorne. Aber wenn, dann halt in der entsprechenden Farbe, ne? Was an sich doof ist, ja, der sieht ganz nett aus. Aber so rot, ja, guck mal. Böse schaut er aus. Das einzig Doofe ist, dass ich von hier aus das Level nicht sehen kann. Oh, wer hat denn ein Level up? Er hier. Puh, tragen kann der einiges. Ach nee, ich? Moment, wer ist denn das jetzt gerade? Ich habe F gedrückt. Das bin ich, bin das. Haha, Melee Damage, Oxygen 200. Ja. Nämlich, ja, Tatsache, warum habe ich denn zwei Level ab? Oh, das verstehe ich gerade nicht. Oxygen. Ich würde ganz gerne mal nach Öl tauchen können. Wer versucht mich doch nicht etwa zu beißen, oder? Hm, naja, okay. Also, ich bin gerade verwirrt, dass meine Punkte etwas niedriger sind, als sie sein sollten. Ich warte dann mal ab, bis ich wieder gelandet bin. Irgendwann werde ich ja mal Ausdauer brauchen hier. Da sagt mein Welki. Ja, der ist auch ganz nett. Vielleicht gibt es ja was Schwarz-Weißes. Ich würde mich ja so auf Schwarz-Weiß gerne verständigen. So ein Tero brauche ich nicht, muss ich sagen. Weil der hier ist, der ist sehr schön. Da gewinne ich nichts mit. Was hat der denn so für Farben? Ja, groß ist er ja, ne? Er wird wohl an mich nicht rankommen. Hoffe ich mal. Wenn er nach oben schaut, ich weiß nicht. Ja, aber auch nicht so die Farben. Wie gesagt, ich kann das Level nicht abschätzen. Das ist dann in der Tat... Boah, hier zerfleischen sich ja immer alle gegenseitig. Das ist ja richtig übel. Unglaublich, wie sich die Dinos gegenseitig angreifen. Das ist wirklich teilweise unschön mit anzuschauen. Ja, so, ich bin hier eben mal ein bisschen durch die Gegend geflogen und habe mal so einen Strahl gelootet, den grünen. Die blauen darf ich ja noch nicht. Sehr schade. Und da waren drin noch ein Bogen. Und 32 Steinpfeile und noch Tranquilizer-Pfeile und ein Fallschirm. Fallschirm klingt interessant. Fallschirm klingt so, als könnte ich den wirklich nochmal irgendwann brauchen. Ja, gucken wir nochmal rein. Ach, da unten hat sich auch schon jemand verewigt mit Schild. Interessant, hat da genau vor seiner Base jetzt so einen Strahl. Ah ja, okay, da poppen Steine auf. Mal gucken, ob ich hier landen kann und... ob mich hier gleich etwas angreift. Sieht gerade noch gut aus. Und wo ist... ja, was ist denn drin? Aha, jetzt ehrlich? Ich hab doch da jemand reingepackt, oder? Erzähl mir doch nichts. Okay, so ja nun nicht, ne? Ich hätte ganz gerne mal dein Chitin. Okay, habe ich ein bisschen was bekommen?
Wo ist mein Vogel jetzt? Warte mal, nee, wir können doch hier noch was looten. Was war denn da noch drin? Access Inventory. Ja, Thatch, Woodstone brauche ich jetzt nicht unbedingt. Steine habe ich noch so viel, die lasse ich mal drin. Kann sich der nächste rausholen. Das für mich interessant habe ich mir rausgeholt. Das ist cool. Wow, Matt kommt da rein. Narcotics kann er auch kriegen und den Flint und Hide kann er auch tragen. Nein, kann er nicht. Scheiße. Ach, was ist... What the fuck? Warum bin ich ohnmächtig geworden? Was ist denn los? Warum bin ich denn ohnmächtig geworden? Gott, habe ich mich verjagt. Oh, geht langsam runter. Warum zum Geier bin ich denn ohnmächtig geworden? Oder hat er mich jetzt abgeworfen? Okay, müssen wir mal eben warten, bis es runtergeht. Ist denn mein... Fällt mir gar nicht. Reifen kann ich gerade auch nicht in dem Zustand. Sehe ich gar. War ein komisches Geräusch, ne? Ja, kriegen wir schon noch raus. Könnte ich mal wieder aufwachen, bitte? Okay, erstmal ins Inventar gucken. Sieht alles gut aus. Man scheint auch auf mich zu reagieren, so ein bisschen jedenfalls. Nicht rauf. Warum folgt er mir denn nicht? Das kann hier auch relativ gefährlich werden, ne? Am Rand hier. Also ich will mal eben versuchen rüber zu schwimmen. Mal gucken, was mich hier so erwartet. Hört sich so an, als würde ich die Schwingen von ihm hören, aber ich muss erstmal ans an Land. Dann frage ich mich, was da passiert ist. Das muss ich mir dann nochmal in der Aufnahme angucken. Oh, da ist er ja. Right. Ja, nee. Sieht doch alles super aus. Ach, das könnte durch das Gift gekommen sein, dass ich deshalb ohnmächtig geworden bin. Von dem Skorpion. Das Zeug ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Oh, ja, Schreck in der Abendstunde, muss ich da mal sagen. Ne? Aber ganz schöner. Ja, soviel zu meinem Ausflug. Ich fliege mal langsam wieder zurück. Und jetzt wird es ja eh dunkel. Jetzt Dino-Farben auszumachen, bringt jetzt nur bedingt was. Ich kehr mal heim. Mal schauen. Wir sehen uns dann. So, war ja definitiv das Gift von dem Skorpion. Wie mir dann nachträglich auch klar wurde, das ist eine üble Sache. Da muss man echt drauf achten. Ich weiß, mittlerweile Stinberries einwerfen, wenn ihr so ein Problem habt, dass ihr da vergiftet seid. Dann kippt ihr auch nicht in Ohnmacht. Jo, dann kam ein neuer großer Patch raus mit einem neuen Dinosaurier. Den zeige ich jetzt mal. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den eingeschobenen Patch Notes für die Version 201. Es gibt jetzt eine Taucherausrüstung im Spiel. Die habe ich auch noch nicht zu Gesicht bekommen. Man sieht dann wohl unter Wasser besser. Mal gucken, die braucht einiges an Material. Und viel interessanter ist es ein neuer Dino im Spiel und den hätte ich ganz gerne. Das ist der Gigantopithecus. Also es ist ein Affe. Ein ziemlich großer Gorilla oder so, oder ein Affe halt, der selbstständig für einen Fiber sammeln soll, wenn man den durch die Gegend rennen lässt. Und... das Schöne ist, der ist gewaltfrei zähmbar. Das kann man nämlich auch mit dem Ichthyosaurus wohl machen.
Das heißt, man muss ihn nicht niederknüppeln und dann betäuben. Man nimmt das Futter, mit dem man ihn füttern möchte. Schick ein T-Rex. Das nimmt man einfach in... legt man auf den Tastenplatz 0. Nimmt es dann quasi in die Hand. Und füttert ihn dann einfach, wenn man vor ihm steht, mit E. Und dann kann man auch auf dem Ichthyosaurus, glaube ich, auch schon reiten oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das gehen würde. Noch so eine Riesenmauer. Okay. Naja, jedenfalls, also man zähmt ihn dann auf die Art und Weise wie jeden anderen Dino. Nur, dass man schon mit dem, glaube ich, Sachen machen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier einen finde. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das Update wirklich auf dem Server ist, weil es gibt hier so eine Push-to-Talk-Taste und eigentlich sollte die jetzt einrasten, wenn man sie drückt, dass man sie nicht gedrückt halten muss. Das klappt gerade noch nicht. Jetzt frage ich mich, ob der Affe natürlich überhaupt schon drauf ist. Ich werde jetzt hier mal schneiden, bis ich einen gefunden habe. Oder es geht halt schlimmstenfalls mit dem nächsten Ausschnitt weiter, wo ich euch dann sage, habe ich erstmal nicht gefunden. Ist gleich. Achso, nee, ich sag mal was zu den Affen. Man sitzt wohl auf seinen Schultern und der kann dann auch werfen. Also über Häuser oder also zu höher gelegenen Stellen. Das ist bestimmt ganz lustig mit dem Affen. Und man kann ihm sogar einen Helm aufsetzen, was ziemlich albern aussieht, aber es geht wohl. So, ich muss mal eben lang von der Ausdauer haben. Wir sehen uns hoffentlich beim Affen. So, und dann war ich halt noch echt weiter auf der Suche nach dem Affen. Nee, bisher noch keinen gesichtet. Ein T-Rex nach dem anderen, aber kein Affe. Also es wurde schon einer gesichtet. Es hieß irgendwie, ja, Karteninneres beim Waldgebiet. Da bin ich jetzt. Ich bin schon eine ganze Ecke geflogen, wie ihr seht. Nichts gesehen. Ich versuche jetzt gerade mal, mich wieder zurück nach Hause zu machen. Vielleicht treffe ich auf dem Rückweg ja was an. Mal gucken. Der One sucht ihn auch schon. Er hat ihn aber auch noch nicht gefunden. Also ich bin auch schon durch die Bäume geflogen. Ich dachte mir, ich versuche es jetzt mal am Fluss. Vielleicht bringt das ja mehr. Ist immer wieder viel Tod und Zerstörung. Okay, ich halte euch informiert. Und gute Nachricht, ich habe den Affen noch gefunden. Ja, und der gestaltet sich doch als schwieriger, als ich anfangs dachte. Greift er an? So, okay, hier haben wir unseren versprochenen Affen. Dürfte eigentlich nicht angreifen, ne? Moment, das probieren wir jetzt einfach mal eben schnell aus. Aber eigentlich muss ich ins Bett. Ich habe gar keine Zeit, den zu zähmen. Boah. Ey, what the fuck, diese Scheiß. Okay, steigen wir ab. Du folgst mir. Und dann kümmern wir uns erstmal um die... Okay, nähern wir uns den Affen mal. Null. Nee. Schieß doch mit Null in die... Mit Null in die Hand packen. Und nicht, dass er mich haut. Ah. Wait until it's Null again. Wow, wow, wow. Moment. So haben wir aber nicht gewettet. Wow, scheiße. Ach du Kacke. Das ist aber uncool. Das ist uncool. So viel zum Zähmen. Okay, dann. Dann zähme ich ihn halt nicht. Thank you.
Geht nicht anders. Bis ich weiß, wie ich mit dem umgehen kann. So. Okay, ja, keine Ahnung. Ich muss das gleich mal hier im Chat eben mit den... Mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Eigentlich sollte das so funktionieren. Wie geht's denn meinem Vogel? Den geht's, glaube ich, noch gut, ne? Ja, genau. Okay, der müsste auch ein Level-Up haben. Das nehmen wir jetzt erstmal und schalte ich da passiv und dann gehen wir mal raus. Ja, okay, so sieht der Affe aus. Irgendwie hat das nicht geklappt mit dem Zähmen. Ich weiß auch nicht, warum. Es liegt mir eigentlich fern, irgendwie Menschenaffen zu töten. Aber, naja, was soll's. Das holen wir Freitag dann nochmal nach in der Aufnahme. Das hier ist ja für einen Wochenrückblick. Gut, also die sind jedenfalls jetzt drin und ich hab's verbockt. Bis dann. Tschüss. Und dann ist mir noch was ganz Tolles passiert. Das wollte ich eigentlich am Ende bringen, aber ich habe jetzt diesen Schnipsel, der als nächstes kommt, vorgezogen. Deshalb vielleicht ein bisschen merkwürdiger Text am Anfang. Hab mich dafür entschossen. Ich kam zurück und wurde... Ach, sieh doch selbst. Einfach. So, ihr Lieben, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Eben kam der XX Gamer LP XX, also Gamer LP an und hat mich gefragt, ob ich ein Kanu brauche. Er hätte einen über. Echt unglaublich. Der ist hier bei uns im Tribe. Wo ist er denn gerade? Das ist der Kanu. Den hat er mir einfach geschenkt. Donner heißt er. Und er hat ein Kanu, der heißt Blitz. Das sieht so ähnlich aus, hat nur einen braunen Bauch. Oh, sieht doch lieb aus, ne? Dann müssen wir, das ist richtig, richtig, das ist Wahnsinn. Ein Kanu. Ha! Für Lau! Wow. Der ist flott. Okay, ich werde jetzt versuchen, meinen Raptor damit nicht zu vernachlässigen. Aber wenn ich mal Fleisch brauche, dann geht das mit dem natürlich ganz gut. Und er sagte, also damit hätte er schon einen T-Rex Level 48 erlegt. Und ja, der hat auch mal ein gut Leben. Das ist Wahnsinn. Cool. Richtig schick. Und schnell ist er. Ist aber auch ein Mordsgeräusch, ne? Wenn der rumrennt, da bleibt aber auch nichts übrig hier. Brüllen kann er auch. Hört sich ein bisschen an wie ein Rasenmäher. Entschuldigung. Nichts gegen den Kanu. Nein, aber okay. Ich kenne ja sonst nur das Brüllen von... Aber doch, gefällt mir. Ich kenne das sonst nur das Brillen vom T-Rex und das ist ja total aufdringlich. Oh, doch, der ist eine Menge größer. Aber unten in die Waden beißen und dann kippen die auch um. Haha. Ja, da will ich dann erstmal... da muss ich Freitag erstmal mit durch die Gegend ziehen in der Aufnahme. Und also in der Folge, die Dienstag dann kommt. Und den muss ich unbedingt ausprobieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Auch wenn es jetzt nach... Nee, das schiebe ich noch davor ein. Okay, das ist jetzt, passt. Okay, ja, dann geht's jetzt gleich mit was anderem weiter. Okay, bis dann. Tschüss. So, und jetzt ganz zum Schluss der letzte Schnipsel. Da war ich mit meinem Raptor noch eine Weile Fleischfarmen, hab ein paar Tiere gejagt. Den Kanu hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und musste hier im Camp etwas ganz Trauriges sehen. Und deshalb kommt das jetzt auch am Ende. Ja, also man kann den Affen zähmen, idealerweise halt mit Kibbel. Ja, so, dafür braucht man aber bestimmte Eier. Ich weiß gar nicht, was für Eier könnten Dodo-Eier sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Dann gehen wir da hinten hin und holen uns da Fleisch. Ist ja alles abgefarmt. Schwierig. Und das läuft so. Man nähert ihn sich von, weiß nicht, hinten an oder vorsichtig von der Seite. Und wirft ihn eine Beere hin, also füttert ihn an und haut sofort ab. Sonst kriegt ihr von dem... Wird doch ein paar Dilos mehr hier, drei Stück. Und gibt auch Fleisch. Oh, Server-Lag. Oh, vier Dilos. Naja. Ja, Server-Lag ist gerade ganz schwierig hier. Ich krieg die gar nicht. Hallo? Jetzt aber. Na los, komm. Hab ihn nicht so. Danke.
alle weg. Nee, da ist noch was. So, und dann lernt man sich kurz an und wirft ihn eine Beere zu und haut dann direkt ab. Sonst, wie gesagt, kriegt ihr was von dem auf die Omme. Ja, eben, muss auch mal sein. Und dann müsst ihr auf Abstand gehen, sonst rennt ihr euch hinterher. Und dann geht man halt wieder hin, wirft ihm wieder eine Beere hin. Der zeitliche Abstand, ich weiß nicht, ob der ein bisschen größer sein muss oder sollte dafür. Auch nicht zu groß, weil sonst geht dieses Taming-Level wieder runter. So, okay. Das haben wir auch erledigt. Und dann bringen die den Raw Meat, echt? Okay, ist ja nicht schlecht. So viel Fleisch in so einer kleinen Ameise. Hab ich nie drauf geachtet. Eigentlich wollte ich dieses Schwein hier nehmen. Level 8, ist schön. Das ist ja gleich schon erledigt hier. Oh, jetzt schwimme ich so weit weg. Nein! Oh, fliegende Schweine. Oh, das gibt's so. Komm mal wieder runter. Schweine im Weltall. Das sieht sehr merkwürdig aus. Okay. Ist aber gut hier, ne? Ach, ach komm. Jetzt werde ich hier von Piranhas angegriffen. Gibt's doch nicht. Okay, der ist weg. Mehr wollte ich nicht. Dann können wir vielleicht noch versuchen, den da zu erledigen. Ja, also, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht versucht, einen zu zähmen. Man munkelt, das kann 10 Stunden dauern. Es gab Leute im ARK-Forum, eine großartige Community da. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr selbst ARK spielt und braucht mal ein paar Wiki-Einträge oder habt Fragen, schaut mal ins ARK-Forum.de rein. Da sind wirklich gute Tipps immer. Eine Möglichkeit ist, den Einzelzäunen von vornherein so Foundations mit 2x2 zu setzen und dann schnell Wände hinzuzimmern. Während er da drauf steht, dann kann er nicht so weit weglaufen. Das soll nicht unpraktisch sein. Wobei es hieß, nimmt Metallwände, weil der kloppt sich durch Holz schon durch. Kommt drauf an, welches Level der wohl auch hat. Naja, schauen wir mal. Okay, jetzt will ich versuchen, ob ich den nochmal eben schnell kriege hier. Mit dem Lex wird das nicht ganz einfach werden. Oh doch. Ja, da merkt man mittlerweile schon, dass ich den hier ein bisschen gelevelt habe. Der hat ja mittlerweile 500% Mini-Damage und auch ein bisschen Tempo bekommen. So, jetzt wird es allerdings traurig. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Ich habe mich eben eingeloggt und ich war jetzt ein paar Tage nicht online und habe mich auch nicht mit... ...mit Bett und Xyra unterhalten können. Und ich werde Xyra gleich auf jeden Fall mal was in ihre Kommentare schreiben. Es war Nacht und ich habe mich gewundert, dass da vorne Fackeln brennen. Stimmt. Okay, das ist ja schön, weil ich hatte gerade kein Licht mehr. Und hier na nun, Schild. Kann man auch. Ja. Rip, Kira. Du bist gestorben, um das Dorf zu schützen. Ich weiß nicht, was hier los war. Ich habe eben schon im Chat gefragt. Hab da auch noch nicht so eine befriedigende Antwort bekommen. Kira ist ja der Säbelzahntiger von Xyra gewesen. Und die ist bestimmt sehr, 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 sehr traurig. Die Fackeln scheinen ja Tag und Nacht zu brennen. Ich habe eben schon mal geguckt, da liegt ganz viel Fetch drin. Das heißt, es ist auch sichergestellt, dass die jetzt weiter brennen, sonst würde ich nochmal ein Holz nachwerfen. Das ist natürlich sehr tragisch. Und ich glaube, es wäre eine ganz nette Geste, wenn ihr einfach mal bei Xyra in die letzte Folge geht. So die von Samstag vielleicht. Und ihr dann einfach mal was Nettes schreibt, weil die ist bestimmt sehr traurig, weil... Den Säbelzahntiger hat sie sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Das war's. Ich glaube, da wird sie sich vielleicht drüber freuen. Okay, ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der regulären Dienstagsfolge dann wieder. Bis dann. Tschüss.